Kirchberg, ein Stadtteil Jülichs im Westen der Republik. Ein rostiger Bauzaun versperrt den Weg zum Anwesen. Hier steht die Villa But, eine einst prächtige Villa des Fabrikanten Karl Eichhorn. Auf den ersten Blick mag sie nur so aussehen wie eine alte, verlassene Villa. Doch wenn man hinter die bröckelnde Fassade sieht, steckt viel mehr dahinter. Geschrieben wird das Jahr 1854, in welchem der aus Niederhema bei Iserlohn stammende Fabrikant Karl Eichhorn in Jülich Halt macht. Hier ersteigert er die untere Mühle zu Kirchberg am 8. Juni 1854 und veranlasst sie, in eine Papiermühle umzubauen. Dieser Tag gilt seitdem auch als Gründungsdatum der Karl Eichhorn KG. Karl Eichhorn ist der Gründer, hat 1855 hier an diesem Standort angefangen. Im Grunde hat eine alte Ölmühle gekauft und hat die zu einer industriellen Papierproduktion umgebaut. Die Produktion von Papier konnte nach langwieriger Installation von modernen Papiermaschinen am 18. Mai 1856 aufgenommen werden. Hierzu eignete sich Jülich besonders gut. Hier, Düren, Jülich, ist so ein bisschen eine der Geburtsstätten der deutschen Papierindustrie. Das hängt damit zusammen, zum Papier herstellen brauchen sie viel Wasser. Ein Gramm Papier braucht zum Herstellen, braucht ein Liter Wasser. Das ist viel. Sie brauchen Energie, gab es immer schon hier, diese Zechen. Und sie brauchen, damals wurde Papier aus Stroh gemacht, also brauchen sie die Landwirtschaft. Das war alles da. Noch im selben Jahr erwirbt Karl Eichhorn die obere Fuchstaler Mühle zu Kirchberg. Und auch hier wird die Papierproduktion aufgenommen. In den folgenden Jahren wächst der Betrieb zusehends, sodass es 1862 auf der Londoner Weltausstellung dazu kommt, dass Karl Eichhorn eine hochmoderne Papiermaschine in seinen Besitz aufnimmt. Dadurch war er 1863 der erste deutsche Papierfabrikant mit solch einer Maschine. So kommt es auch, dass seine Firma 1878 die Ehre hat, die internationale Ausstellung für die gesamte Papierindustrie zu Berlin mit allen Sorten von Packpapier, Strohpapier und Karton zu beliefern. 1883 erleidet die Firma den ersten großen Rückschlag. Ein 250 Meter langer Gebäudekomplex brennt über Nacht ab. Dieser kann jedoch schon bald wiedererrichtet werden, weswegen sich die Firma schnell wieder erholt. 1890 zieht sich Karl Eichhorn größtenteils aus der Geschäftsführung zurück und widmet sich als Vorsitzender und Sprecher der Organisation des Verbandes der Deutschen Papierfabriken. Er schickte beispielsweise während der Krisenzeit im Februar 1890 einen Brief an Reichskanzler Otto von Bismarck. In diesem fordert er, die Schutzzölle gegen ausländische Papierfirmen zu erhöhen, um die deutsche Industrie in diesem Bereich zu stärken. Im Folgejahr 1891 steigt er ganz aus der Firmenleitung aus und übergibt diese am 1. Juli an seinen leiblichen Sohn Julius Eichhorn und seinen Schwiegersohn Emil But. Julius Eichhorn war schon seit 1885 in die Geschäftsleitung involviert und gab somit einen geeigneten Nachfolger ab. Sein Vater stirbt nur 3 Jahre nach dem Verlassen der Firma, am 31. Mai 1894. Auf die Geschäftsführer der zweiten Generation warten schwere Zeiten, welche mit einem weiteren Brand am 2. August 1912 der unteren Fuchstaler Mühle beginnen. Das Fuchstal, das war eine Papierfabrik, die irgendwann
vom Feuer erfasst wurde und niedergebrannt ist und nie mehr aufgebaut wurde. Diese wird schlussendlich 1920 nie wieder aufgebaut, für 500.000 Mark verkauft. 1925 kommt es zum Tod der beiden Geschäftsleiter. Zuerst stirbt Julius Eichhorn und im August dann auch Emil Buth. Die erfolgreiche Historie der Firma Eichhorn legt den Grundstein für die Erbauung der beiden Villen der Bahnhofstraße. Die Villa Buth, zeitgenössisch Villa Eichhorn, findet ihren Platz in der Geschichte im Jahre 1893. Sie ist im prachtvollen Stil der Neurenaissance erbaut und der persönlichen Villa von Karl Eichhorn, welcher auf der anderen Seite der Bahnhofstraße steht, nachempfunden. Die Villa Buth ist ein sehr interessantes, baulich interessantes Objekt. Sie ist Ende des 19. Jahrhunderts entstanden und ist eine der ganz wenigen Zeugen in Jülich, aber auch im Umkreis von Jülich, wo eine solche Fabrikantenvilla noch erhalten ist und deshalb sehr interessant ist. Ein großer Unterschied der beiden Villen ist jedoch die riesige Parkanlage der Villa Buth, welcher zum Beispiel ein Musikpalast, ein Familienfriedhof und eine Grotte innewohnt. Die Villa wurde von Karl Eichhorn für seine Tochter Clara erbaut und trägt den Namen ihres späteren Gemahlen, Emil Buth. Dieser war preußischer Offizier und im Verlaufe des Ersten Weltkrieges Statthalter von Luxemburg. Nach dem Tod von Clara Eichhorn am 17. Mai 1896 heiratet er die einstige Haushälterin der Familie und Tochter eines deutsch-amerikanischen Generals, Theresa Osterhaus. Emil Buth stirbt im August 1925. Theresa Osterhaus lebt allerdings noch bis ins Jahre 1931 in der Villa. Das war eben Frau Osterhaus, eine Tochter eines deutsch-amerikanischen Generals, die Ende des 19. Jahrhunderts nach dem Tode von Clara Eichhorn Emil Buth geheiratet hatte und dort nach meinen Kenntnissen jedenfalls bis 1931 gewohnt hat. Die Geschichte der Villa zwischen den Jahren 1931 und 1941 ist ungeklärt. Zum einen besteht die Theorie, welche auf den Zeugenberichten der damals 7-jährigen Agnes Fink, geborene Fitzer, basiert. Diese besagt, dass die Villa seit 1931 von der Familie keinen wirklichen Nutzen mehr gefunden habe und sie in den Folgejahren an die Familie Fitzer vermietet worden sei. Die Familie Fitzer habe jedoch schon im Jahre 1941 die Villa verlassen müssen, um diese für die Pläne der Nationalsozialisten freizumachen. Danach habe die Familie Fitzer das Grundstück und die Metzgerei der jüdischen Familie Lehmann zugesprochen bekommen, da diese in der Villa interniert war. Eine weitere Theorie besagt, dass die Villa seit dem Auszug von Theresa Osterhaus bis zur Übernahme durch die Nationalsozialisten 1941 leer gestanden habe. Diese Theorie geht aus mehreren zeitgenössischen Berichten hervor, in welchen die Villa als Zwischenlager für besonders gut geeignet erklärt wird, da sie leer gestanden habe. Welche Theorie der Wahrheit entspricht, ist ungeklärt. Fest steht aber, dass die Villa 1941 in die Hände der Nationalsozialisten gerät, worauf das dunkelste Kapitel in der Geschichte der Villa folgt. Dieses dunkelste Kapitel der Villa Buth, in der mehr als 100 Juden vor ihrer Deportation nach Theresienstadt eingesperrt wurden, begann mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland. Um die Geschichte der Insassen der Villa zu verstehen, müssen wir einen Blick auf das gesamte Deutschland und den Beginn einer Diktatur werfen, die das Ende der Demokratie einläutete. Schon kurz nach der Machtergreifung brachte Hitler mit Zustimmung des gesamten Reichstages, mit Ausnahme der SPD, das Ermächtigungsgesetz auf den Weg, das die Aussetzung der Gewaltenteilung und somit der Demokratie mit sich brachte. Letztendlich ist das die Durchsetzung der Diktatur gewesen, weil jetzt Hitler und seine Regierung Gesetze erlassen konnte ohne Parlament. Früh ließ Hitler seine Verachtung gegenüber Juden durch seine Politik zum Ausdruck bringen. So wurden schon 1933 jüdische Professoren, Beamte und Staatsbedienstete entlassen.
Danach erfuhren Juden im gesamten Reich Diskriminierung durch die SA, zum Beispiel Boykottaktionen vor Geschäften oder Degradierungen in der Wehrmacht. Ja, die Judenverfolgung ist von den Nazis nicht in einem Schlag durchgesetzt worden, sondern sukzessive nach und nach sollte die deutsche Bevölkerung an die Judenverfolgung gewöhnt werden. Das war die Taktik der Nazis, weil man befürchtete, dass sonst in der Bevölkerung der Protest zu groß werden könnte. Deshalb sind die Maßnahmen nach und nach gesteigert worden. So initiierte Hitler 1935 auf dem Reichsparteitag die Nürnberger Gesetze, um seine in Mein Kampf formulierte Rassenideologie zu verwirklichen. Die Nürnberger Rassegesetze bildeten einen wichtigen Einschnitt im Bereich der Judenverfolgung, denn damit wurden Juden offiziell zu Bürgern zweiter Klasse. Es wurde der sogenannte Reichsbürger eingeführt, der Vollrechte hatte, und hingegen der deutsche Jude, der jetzt hiermit von verschiedenen Bürgerrechten völlig ausgeschaltet war. Die Pervertierung dieses Systems kann man daran auch nachvollziehen, dass die Nazis in dem Gesetz so taten, als wenn sie den Juden entgegenkommen könnten, indem sie ihre eigenen Merkmale und Flaggen zeigen durften, aber die Deutsche nicht mehr. Durch die Rassegesetze wurden unter anderem Beziehung und Heirat zwischen den sogenannten Reichsbürgern und Juden verboten, welchen auch das Wahlrecht entzogen wurde. Außerdem wurde auch der Rest der jüdischen Beamten entlassen. Dieses Dokument zeigt einen Aushang, der die ganze Perversion der Rassenideologie der Nationalsozialisten zum Ausdruck bringt. Man sieht genau abgebildet, wann man als Jude galt. Nach und nach baute Hitler das Gesetz aus. Dies führte ab 1938 dazu, dass zum Beispiel Rechtsanwälte oder Ärzte ihre Lizenzen verloren. Diese Ideologie hatte die Stigmatisierung und Ausgrenzung der Juden in allen gesellschaftlichen Bereichen zur Folge. Es führte dazu, dass wirklich Menschen gebrandmarkt worden sind, auf die Marktplätze gestellt worden sind. Den Betroffenen wurden dann Schilder umgehängt mit herabsetzenden Inschriften wie "Ich bin die größte Hure im Ort", und damit wurde versucht, diesem Gesetz Nachdruck zu verleihen. Die Diskriminierung im Deutschen Reich nahm in der Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938, welche laut Nationalsozialisten durch die Juden selbst provoziert wurde, ein neues Ausmaß an. Die Reichspogromnacht hatte den Hintergrund, dass ein junger Jude einen deutschen Diplomaten in Paris ermordete. Das nahm Goebbels zum Anlass, den allgemeinen Volkszorn auszurufen. Er wollte den Deutschen und dem Ausland zeigen, dass es in Deutschland eine breite Stimmung gegen die Juden gab. Allerdings zeigte sich schnell, dass die deutsche Bevölkerung an den Exzessen sehr wenig zur Enttäuschung von Goebbels teilnahm und diese Exzesse vorgenommen worden sind von sehr jungen Nationalsozialisten, die im Bereich der Jugend zu sehen waren, und zwar in den Unterorganisationen Hitlerjugend, aber auch SA nahm daran teil. Mit den bekannten Folgen: Zerstörung von Synagogen, Lynchjustiz, die vorgenommen worden ist. Über 100 Menschen fanden ihren Tod. Man muss leider sagen, dass die deutsche Bevölkerung sehr wenig getan hat, um das zu verhindern. Vielfach wurde weggeschaut, dass die Pogrome stattfinden konnten. Es gab natürlich auch Angst, selbst dann den Vandalismus oder auch den Verletzungen zum Opfer zu fallen. Das Schicksal der Juden in Jülich war kaum anders als das der Juden im restlichen Reich. Also in Jülich galt, also man muss den Bürgersteig verlassen, man darf nicht auf derselben Straßenseite gehen, man darf kein Radio haben, man darf öffentliche Verkehrsmittel nicht nehmen, man darf kein Taxi benutzen, man darf die Reichsbahn nicht benutzen, man darf eine Abteil benutzen, das also vorgesehen sind halt für Nicht-Arier, wie es damals so schön hieß. Während und nach der Reichspogromnacht wurden auch in Jülich zahlreiche Juden festgenommen und ihr Eigentum zerstört. Dies wird durch einige noch erhaltene Dokumente belegt.
In der Reichspogromnacht ist in Jülich die Synagoge nicht in Brand gesteckt worden, aber der Pöbel, wenn man das etwas großzügig umschreibt, hat also die Synagoge am Morgen des 10. November gestürmt, hat die Sachen, die mobilen, also das die Gestühl, aber auch die Tora und die Bücher, Gebetbücher der Juden nach draußen geschafft und hat diesen Haufen an brennbarem Material außerhalb der Synagoge angezündet. Auch nach den Angriffen ging die Unterdrückung durch das Regime weiter. Ja, die Perversion der Vorgehensweise der Nazis zeigte sich daran, dass die umfangreichen Zerstörungen, die von den Nazis vorgenommen worden waren, von den Juden selbst bezahlt werden musste. Das Vermögen wurde konfisziert und die Schäden wurden damit in Anführungsstrichen beglichen. Die Entscheidung über die sogenannte Endlösung der Judenfrage war schon im Juni 1941 mit dem Beginn des Russlandfeldzuges gefallen. Auf der Wannsee-Konferenz in Berlin am 20. Januar 1942 konstruierte das Regime bis in das kleinste Detail die Logistik, Organisation und Überwachung. Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs änderte sich die NS-Politik dahingehend, dass jetzt die Juden nicht mehr dazu gebracht werden sollten, auszureisen, natürlich unter Zurücklassung all ihres Habengutes, ihres Vermögens, sondern jetzt gelangt zunehmend der Gedanke auf die Tagesordnung, im Sinne Hitlers die Judenfrage zu lösen, und zwar durch die Vernichtung der europäischen Juden. Auch in Jülich zeigten sich die Auswirkungen der auf der Wannsee-Konferenz getroffenen Entscheidungen. 1941 übernahm das Regime im Zuge der Umsetzung dieser Entscheidungen die ersten sogenannten Judenhäuser, welche bereits vorher existierten, aber von Juden selbst zum Schutz initiiert wurden, da sie de facto keinen Rechtsschutz mehr hatten. Die vom Staat übernommenen Häuser dienten aber nicht dem Schutz der Juden, sondern der Verbesserung der Deportationslogistik und einer effektiveren Verwaltung. Die Villa schien für die jüdische NSDAP ein vorteilhafter Ort zu sein, um Juden zu internieren. Es befand sich in der Nähe ein Bahnhof, wohin Juden zur Zwangsarbeit nach Aachen und in andere Orte der Region gebracht werden konnten. Außerdem war direkt vor dem Haus ein Polizist stationiert, was die Bewachung erheblich vereinfachte. In einem Schreiben an den Innenminister Nordrhein-Westfalens aus dem Jahr 1950 bezüglich der Wiedergutmachungsakten heißt es: Das Besitztum wurde durch den Eigentümer seit Jahren nicht mehr genutzt und war dieser halb stark verfallen. Durch das Vorhandensein einer 2 Meter hohen Umfassungsmauer war das Grundstück als Lager besonders gut geeignet. So rückte die Villa in die Augen der Nationalsozialisten. Und diese bemühten sich in Person von Kreisleiter Ulrich von Mylius um die Beschlagnahmung der Villa. Ich gehe also davon aus, dass Landrat von Mylius, der seit 1933 bis 1945 Landrat des Kreises Jülich war, diese Villa im März 1941 beschlagnahmt hat. Ulrich von Mylius trat 1930 nach zahlreichen Rückschlägen in die NSDAP ein und wurde beauftragt, den NSDAP-Ortsverband in Jülich zu gründen. Er war ein begeisterter Nazi. Er ist also auch zeitweise ja als Landrat in Posen gewesen. Er war es auch kommissarisch, ist aber letztlich in Jülich geblieben. Der Evakuierungsbefehl kommt von ihm. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurde von Mylius als Jülicher Landrat vorgeschlagen und der bisherige NSDAP-externe Landrat beurlaubt. Im Zuge dessen marschierte von Mylius im März 1933 mit einem Zitat beachtlichen SA-Trupp auf und zwang den bisherigen Landrat, öffentlich die aufgehängte Hakenkreuzflagge zu grüßen. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich ebenfalls 1933, als von Mylius, der die Aktion leitete, mit Parteigenossen das Redaktionsgebäude des kritischen Jülicher Kreisblattes stürmte. Dort hisste er die Hakenkreuzflagge und bedrohte den Redakteur Jakob Friedrich mit einer Pistole. Friedrich wurde daraufhin entlassen.
Auch die Beschlagnahmung der Villa verlief nach einem ähnlichen Schema. Der Eigentümer Helmut Eichhorn wurde massiv durch Kreisleiter Hermann Thiel, welcher auch bereits 1930 in die NSDAP eintrat, unter Druck gesetzt, da Eichhorn die Villa nicht freiwillig abtreten wollte. Der damalige Kreisleiter Thiel hatte meinen Großvater gefragt, ob er die anbieten kann. Man wusste, was sie damit vorhatten. Also mein Großvater gesagt, nein, das will er nicht. Und daraufhin wurde es beschlagnahmt. Und hier so ein SS-Adjutant in der Nähe hat dafür gesorgt. Und weil meine Großmutter Engländerin war, das war zu der Zeit der Kriegsfall Nummer 1, und mein Großvater diese Anfrage negativ beschieden hat, das führte dazu, dass man eben sein Auto beschlagnahmte. Das war ja noch eine fast zu verkraftende Maßnahme. Aber viel schlimmer war, dass dafür gesorgt wurde, dass wir die Rohstoffe, die wir damals brauchten, um die Papierfabrik zu betreiben, nicht mehr beschaffen durften. Und das war schon eine harte Phase, weil die Fabrik musste abgestellt werden, weil wir durften die Rohstoffe nicht mehr beschaffen. Und dann musste also in ganz kurzer Zeit Rohstoffe gefunden werden, andere, die von diesem Bann oder von diesem Embargo ausgenommen waren, um aus denen man dann irgendwelche anderen Papierprodukte bekommen konnte. Das war schon ziemlich spannend. Die Leute waren ja da und kamen zur Arbeit, konnten aber nicht mehr arbeiten und mussten zumindest mal noch anfangs bezahlt werden. Das war schon eine ganz schwierige Phase. Das ist aber letztendlich dann meinem Großvater gelungen und die Firma ist dann irgendwie wieder weitergelaufen. Schlussendlich wurde die Villa durch die SS beschlagnahmt und die Nationalsozialisten konnten ihren perfiden Plan umsetzen, die Juden an einem Wohnsitz einzusperren, um sie dann nach Theresienstadt zu deportieren. Die ortsansässigen Juden aus Jülich und Erkelenz mussten daraufhin unter speziellen Auflagen bis zum 24. März 1941 auf Befehl vom Landrat in die Villa eingezogen sein. 96 Juden lebten von nun an auf engstem Raum zusammen. Bereits am 31. März 1941 notierte Jakob Felder in seinem Tagebuch, dass heimlich erzählt werde, dass Juden in der Villa Bud untergebracht seien. Die Internierung der Juden war also den Einwohnern nicht verborgen geblieben. Felder schreibt jedoch: Hiesigen Parteimitgliedern, die von dieser plötzlichen nächtlichen Zwangsumsiedlung überrascht wurden, wurde auf der Ortsgruppengeschäftsstelle erklärt, diese Maßnahme diene zum Schutz der Juden. Denn in der jüdischer Gemeinschaftsunterkunft ließen sich die jüdischen Familien vor unberechenbaren, radikalen Elementen besser schützen als in den verstreut liegenden eigenen Wohnungen. Allerdings lässt sich vermuten, dass einem Großteil der Bevölkerung mit voranschreitender Zeit die Ereignisse in der Villa klar wurden, sodass zum Beispiel Essensbeutel über die Mauer geworfen wurden oder Essensmarken von einigen ehemaligen Nachbarn an die Insassen verschenkt wurden. Dass die Juden unter menschenunwürdigen Bedingungen in der Villa gelebt haben, steht außer Frage. Wie waren die Lebensbedingungen und der Alltag in der Villa genau? Die zum Einzug gezwungenen Juden durften zwar ihre Möbel und ihren Hausrat teilweise mitnehmen, mussten diesen aber außerhalb der Villa lagern. Später wurden die Möbel und das Eigentum der Juden von der Bevölkerung genutzt. Jakob Felder schreibt in seinem Tagebuch am 17. August 1942: Ein Augenzeuge berichtete, im Nachbarort Kirchberg seien heute die Wohnungseinrichtungen der vor einiger Zeit abgeschobenen Juden an kinderreiche Familien aus der Umgebung verkauft worden. Weitere Wiedergutmachungsakten bestätigen die rundum schlechten und menschenunwürdigen Lebensbedingungen in der Villa, die sich vor allem durch den Platzmangel, die fehlende Privatsphäre, die mangelnde Ernährung und die unzureichenden hygienischen Umstände kennzeichnen lassen. Eine strikte Hausordnung, wie sie auch in anderen sogenannten Judenhäusern üblich war, sollte den Tagesablauf der internierten Juden bestimmen. So wurden zum Beispiel Ausgehzeiten und Einkaufsmöglichkeiten stark beschränkt. In der Anordnung des Amtsbürgermeisters Inden heißt es dazu: Es wird den in Kirchberg, Villa Bud wohnenden Juden gestattet, in der Zeit von 8 bis 11 Uhr, Sonn- und Feiertags nur von 8 bis 10 Uhr,
auf den vom Ortspolizeiverwalter in Inden nachstehend angegebenen Wegen sich aufzuhalten bzw. zu bewegen. Außerdem, außerhalb dieser Zeit, haben sich sämtliche Juden auf dem Grundstück Kirchberg, Bahnhofstraße Villa But, im Haus bzw. Grundstück aufzuhalten. Des Weiteren durften nur ausgewählte Personen die Villa zum Einkauf bestimmter Lebensmittel in einem vorgegebenen Geschäft verlassen. Die Arbeitsfähigen der internierten Juden wurden jeden Tag zu Zwangsarbeiten, bei Straßenarbeiten oder Baustellen genötigt, welche sie durch den nahegelegenen Bahnhof erreichten. Davon abgesehen war es den in der Villa internierten Juden nur dann gestattet, Kirchberg zu verlassen, wenn sie eine schriftliche Genehmigung des Amtsbürgermeisters erhalten hatten oder die Hilfe des jüdischen Arztes brauchten. Bei Verstoß gegen die auferlegte Anordnung wurde mit strengen staatspolizeilichen Maßnahmen gedroht. Bezüglich der Bewachung der Villa widersprechen sich die Quellen. In einem Wiedergutmachungsfall berichtet Frau Gertrud S. in einem Schreiben, sich an zahlreichen, die Villa bewachenden Soldaten vorbeigeschlichen zu haben, um die Insassen mit Lebensmitteln zu versorgen. Diese Aussage lässt sich allerdings durch eine Vielzahl von Schriftstücken und Augenzeugenberichten widerlegen und kann deshalb als unglaubwürdig eingestuft werden. Als wahrscheinlicher gilt die These, dass die Freiheitseinschränkungen durch die Hausordnung, die um das Gelände stehende Mauer und der Polizeiposten gegenüber der Villa die einzigen Vorkehrungen durch die Nationalsozialisten waren, um die Einsperrung der Juden in der Villa sicherzustellen. Um trotzdem mögliche Schwierigkeiten zu vermeiden, verfolgte die Gestapo eine Taktik der Einschüchterung, um die Hausordnung zu untermauern und sicherzustellen, dass sich niemand widersetzt. Also nach meinen Informationen hat es eine spezielle Bewachung nicht gegeben. Sie war auch meines Erachtens völlig überflüssig, da das Deutsche Reich zu dem damaligen Zeitpunkt, also wir reden jetzt über März 1941, bereits die Juden so in die Enge getrieben hatte, dass sie keinerlei Ausweichmöglichkeiten mehr hatten, die sie nicht vorher schon über die Grenze gebracht hätte. Also eine etwas sehr distanzierte Überwachung und weniger Bewachung. Dies wird durch mehrere Aussagen und Dokumente belegt. So wurde der sogenannte Lagerjude Leopold Schwarz, der die Rolle des Vorstehers hatte und sich für das Wohl der Insassen verantwortlich fühlte, nach einer Beschwerde über die schlechten Lebensbedingungen von der Gestapo abtransportiert. Er wurde schließlich nach Treblinka deportiert und dort ermordet. Das Zugticket dorthin musste er selbst bezahlen. Auch Todesfälle der Insassen sind bekannt. Es sind, soweit ich weiß, 4 Personen in der Villa But gestorben. Also jetzt nicht durch äußere Gewalteinwirkung, sondern durch die Lebensumstände. Frau Friederike Görz ist eine der letzten überlebenden ehemaligen Insassen der Villa. Sie wurde am 13. Februar 1934 in Mönchengladbach als Tochter einer sogenannten katholisch-jüdischen Mich-Ehe geboren. Bereits im Alter von 7 Jahren zog Friederike mit ihrer Mutter gezwungenermaßen in die Gerstenmühle in Düren, eines von den Nationalsozialisten initiierten sogenannten Judenhäuser, in der sich die in der Umgebung lebenden Juden einfinden mussten. Da sie eine der wenigen sogenannten Halbjuden in der Gerstenmühle war, musste sie keinen Judenstern tragen und war somit schon in diesem jungen Alter zu großen Teilen für die Lebensmittelversorgung des Hauses verantwortlich. Zum zusätzlichen Schutz wurde sie von nun an Elfriede genannt, da Friederike laut ihrer Mutter zu jüdisch klingen würde. In der Gerstenmühle lebte sie schließlich ein Jahr lang, bis sie mit ihrer Mutter im Alter von 8 Jahren im April 1942 gezwungen wurde, in die Villa But zu ziehen und dort 4 weitere Monate lebte. Im Rahmen eines Interviews mit Mitgliedern des Projektkurses teilt sie ihre Erfahrungen und gesammelten Erlebnisse mit der Öffentlichkeit, wodurch uns die grausamen Verbrechen der Nationalsozialisten nur im Entferntesten deutlich werden. Die Villa But sei für sie ein Märchenschloss und Keller zugleich. Sie habe trotz aller Größe nur Kälte und Enge empfunden. Später fügt sie hinzu, dass wenn niemand die Villa von Weitem sehe, sie einem noch immer wie ein Schloss erscheinen würde. Sie erzählt außerdem,
dass sie auf dem Schulweg von einigen Jungen mit Steinen beworfen wurde. Als sie später völlig von schulischer Bildung isoliert war, wurde sie von Bewohnern der Villa unterrichtet. Ihr Onkel, der auch dort lebte, brachte ihr das Rechnen bei, während sie von ihrer Tante und zwei weiteren Insassen lesen und schreiben lernte. Als sich die Deportation ihrer Mutter, Martha Farson, im Juli 1942 andeutete, fuhren sie zu Friederikes zukünftigen Vormund und seiner Frau nach Mönchengladbach, welche sie vor den grausamen Folgen des Holocaust schützen sollte. Außerdem würde sie dort die Möglichkeit erhalten, wieder zur Schule zu gehen. Da ihr Vormund streng katholisch lebte, wurde Friederike später gefirmt und feierte mit ihnen unter anderem Weihnachten, was sie immer in guter Erinnerung behielt. Obwohl sich ihr Vormund darum bemühte, ihr ein möglichst schönes Leben zu ermöglichen, vermisste sie ihre Mutter zunächst sehr. Als das noch junge Mädchen nun wieder zur Schule ging, fanden auch dort ihre Mitschüler heraus, dass sie eine jüdische Mutter hatte und diskriminierten sie ähnlich wie die Kinder in Jülich, indem sie sie verfolgten, dabei mit Steinen bewarfen und judenfeindliche Lieder sangen. Nach dem Kriegsende kehrte ihre Mutter wieder aus Theresienstadt zurück, welche es kaum erwarten konnte, ihre Tochter wiederzusehen. Friederike verhielt sich allerdings zunächst zurückhaltend, da sie sich stark von ihrer Mutter distanziert hatte. So lebte sie vorerst weiter bei ihrer Pflegemutter in Mönchengladbach. Als ihre Mutter wieder in ihr altes Haus in Erkelenz zog, welches den Krieg überstanden hatte, holte Martha ihre Tochter zu sich zurück. Dorthin zogen auch ihre in China überlebenden Verwandten, als sie davon erfuhren, dass beide noch am Leben waren. Friederike lernte im weiteren Verlauf ihres Lebens Ernst Görz kennen, den sie heiratete. Gemeinsam bekamen sie drei Kinder. Doch leider hatten bei weitem nicht alle Bewohner der Villa eine solche Zukunft vor sich und konnten so in ihr Leben zurückfinden. Denn am 25. Juli 1942 wurden die letzten der ungefähr 100 Juden in Zügen nach Theresienstadt deportiert. Nach der Deportation der Insassen stand die Villa erst einmal leer, bis sie am 27. November 1944 als Stützpunkt deutscher Truppen genutzt wurde und im Zuge dessen in ein Feuergefecht verwickelt war. Dieses dauerte allerdings nur wenige Stunden an und endete in der Übernahme der Villa durch die Alliierten. Daraufhin stand die Villa wieder einmal leer. Ab den 50er Jahren wurde die Villa als Wohnraum für die Arbeiter der benachbarten Fabrik der Firma Eichhorn genutzt. Zu diesem Zweck wurden die vorher großen Räume unterteilt. Durch günstige Mieten konnten die Arbeiter sparen, bis sie sich ein eigenes Haus kaufen konnten, sodass wieder neue Arbeiter einzogen. Die Villa war zu dieser Zeit noch in einem sehr guten Zustand und die umliegende Fläche wurde sowohl von den Industriellen als auch von den Anwohnern für den Obst- und Gemüseanbau genutzt. Allerdings ging allmählich das Interesse an der Villa als günstige Alternative zum eigenen Haus verloren. Der nun frei verfügbare Wohnraum wurde deshalb zunehmend für Gastarbeiter des Betriebes genutzt. Von diesen wurde die Villa allerdings weniger gepflegt und bewirtschaftet, sodass langsam der Verfall der Villa beginnt. Um diesen zu verhindern, wurde die Villa am 13.12.1990 unter Denkmalschutz gestellt. Zu diesem Zeitpunkt war die Villa noch in einem recht guten Zustand und wurde auch noch durch die Gastarbeiter bewohnt. Die letzten Gastarbeiter mussten allerdings um 2013 gekündigt werden, da sie wenig Rücksicht auf das Gebäude nahmen. Daraufhin wurde die Villa von dem aktuellen Eigentümer Helmut Eichhorn an allen Eingängen versperrt, um Unbefugten den Eintritt in das Gebäude zu verweigern. Diese Sicherheitsmaßnahmen müssen regelmäßig erneuert werden, da es trotzdem immer wieder Versuche gibt, in die Villa einzudringen.
Durch Vorfälle dieser Art wird die Villa weiterhin in Mitleidenschaft gezogen. Trotz des bestehenden Denkmalschutzes haben der Verfall und die Überwucherung der Villa noch stärkere Dimensionen angenommen. So ist das Betreten der Villa nur noch teilweise und unter besonderen Vorsichtsmaßnahmen möglich. Das umliegende Parkgelände gleicht einem Wald, durch welchen nur noch wenige Überreste der einstigen Pracht hervorscheinen. Angesichts des aktuell verfallenen Zustandes und der tiefgründigen, zu erhaltenen Geschichte der Villa stellt sich die Frage, was in Zukunft mit ihr passieren soll. So hat eine Bürgerinitiative aus Kirchberg verlangt, dass die Villa weitgehend instand gesetzt und neu angestrichen werden solle. Diese Initiative sprach aber nicht spezifisch die Geschichte der Villa an. Ansonsten war die Villa aber weniger in der öffentlichen Diskussion. Eine Sanierung der Villa Buth stellt sich leider schwierig dar, da laut einer Analyse potenzieller Nutzungsmöglichkeiten, welche in Kooperation mit Studenten der RWTH Aachen angefertigt wurde, Sanierungskosten von ungefähr 5 Millionen Euro anfallen würden. Solch eine große Investition in die Villa Buth sei für Helmut Eichhorn allerdings nicht tragbar, da er diese weder vor seiner Firma noch seinen Arbeitnehmern verantworten könne. Und selbst im Falle einer Sanierung würde es sich schwierig gestalten, einen praktikablen Nutzen zu finden. Denn durch die dezentrale Lage der Villa wäre eine gewerbliche Nutzung zwar möglich, aber für viele Betriebe leider nicht attraktiv. Auch ein Verkauf der Villa oder die Vermietung einzelner Wohnungen sei laut Herrn Eichhorn sehr problematisch, da das Gelände der Villa Buth unmittelbar an das Fabrikgelände der Firma Eichhorn grenzt und die Firma so von Einschränkungen Schaden nehmen könnte. Nun steht die Zukunft der Villa vor einem Dilemma. Lässt man ein geschichtsträchtiges Denkmal, das sowohl ein bedeutendes Beispiel für die Gräueltaten des Holocaust und auch für den prachtvollen Architekturstil der Neurenaissance ist, weiter verfallen und möglicherweise in Vergessenheit geraten? Oder investiert man 5 Millionen Euro in die Restaurierung der Villa Buth und klärt zum Beispiel mit einer Ausstellung über die Geschichte der Villa auf, hat aber potenziell Probleme, einen weiteren Nutzen zu finden? Friederike Goertz erinnert daran, dass das wichtigste Vermächtnis der Villa Buth die Erinnerung an jeden einzelnen der dort gefangenen Menschen ist, aber nicht unbedingt das Gebäude selbst. Und auch der Leiter des Projektkurses Villa Buth, Timo Ohrendorf, sagt: In der heutigen Zeit, in der die Verbrechen des Nationalsozialismus in immer weitere Ferne rücken und Nationalismus und zum Teil auch Antisemitismus die Gesellschaft wieder stärker in ihren Bann zu ziehen drohen, wollen wir zeigen, wie beide Phänomene in das Leben von Menschen eingegriffen haben, die vorher fester Bestandteil der damaligen Gesellschaft waren, die unsere Nachbarn hätten gewesen sein können. Auch wenn die Zukunft des Gebäudes unsicher ist, sollen die über 100 Insassen, für die meisten von denen die Villa Buth eine Zwischenstation zum Holocaust war, nicht vergessen werden. Zur Zukunft des Gebäudes kann ich nur sagen, dass die Menschen, die dort gelebt haben, es verdient hätten, wenn ihr Leiden dort dokumentiert werden könnte zur Erinnerung, auch für die Menschen aus der heutigen Zeit. Für die Jugendlichen und auch für die Erwachsenen. In einer Zeit, in der die Generation der Zeitzeugen ausstirbt, wäre das eine Botschaft, die nicht ausgelöscht werden könnte. Wenn wir dazu beitragen könnten, wäre viel gewonnen. Eine Restaurierung der Villa wäre natürlich ideal. Aber es wird wohl sehr schwierig werden, mehrere Millionen Euro für die Restaurierung der Villa aufzubringen. Eine wichtige Maßnahme wäre allerdings, ein öffentlich zugängliches Denkmal zu errichten, mit dem man die gesamte wertvolle Geschichte von alter Pracht über dunkle Zeiten bis zum Verfall und der Überwucherung erinnert wird. Und so nicht nur eine Ruine am Ortseingang Kirchbergs steht, sondern ein aktives Bewusstsein für die dortige Geschichte entsteht und den Opfern des Nationalsozialismus hier endlich ein Gesicht gegeben wird.